Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier bei den Mountain Farmers. Mit dabei haben wir heute den Michael, den Darky, den Uwe, den Paul. Hallo. Hallo. So, auf eurem Hof ist mein Traktor. Wie kommt der da hin? Du hast letztes Mal mit abgefahren. Ah ja, stimmt. Also nur falls du dich ganz, ganz vage erinnerst. Da ist er ja. Aber ich glaube, da ist ja noch was zum Abfahren, oder? Bisschen. Wie du möchtest. Also wenn ihr natürlich eigene Arbeiten habt, ne, viel free. Ansonsten freuen wir uns natürlich gerne, wenn ihr mit abfahrt oder schadet oder stützt, wie auch immer. Ja, wir machen alles. Sehr gut. Aber Bezahlung gibt's nicht, ne? Das war klar. Okay. Ich nur mal kurz Videobeweis, ne? Ich überlege gerade, ob ich nach Hause fahre, Nasenbohre oder hier mithelfe. Schwierig, ne? Ist schon eine enge Auswahl, muss ich sagen. Ich sag's dir. Yes. Oh Mann. Ja, für alle diejenigen, die sich fragen, wo der Lenny schon wieder ist, ja. Na, schon wieder in Anführungsstrichen, der wird uns wahrscheinlich in dieser oder in der nächsten Folge wieder noch dazu stoßen. Ja, genau. Hat er wieder Hochzeitstag vergessen? Ja, ich glaube nicht. Dann vielleicht war das nicht mal der Geburtstag. Ah, okay. Ich habe ihn nicht gefragt. Können wir ja gleich mal machen. Ich werde das gleich übernehmen. Kein Problem. Super. Direkt unbeliebt machen. Aber Benner, jetzt. Ich habe noch eine Frage, die habe ich am Sonntag schon eingestellen wollen. Ja. Du hattest auf deiner Insta-Story hattest du so ein wunderschönes, kurzes Video, wie du im Auto sitzt. Rechts von dem Lenkrad gab es einen Eco-Knopf. Und ich frage mich. Das darf man jetzt nicht laut sagen, aber eigentlich wirklich seit Tagen, wofür neben dem Lenkrad dieser Eco-Knopf ist, weil da war nichts außenrum, einfach nur ein grüner Knopf, glaube ich, wo Eco drauf stand. Genau, man kannst du ja drücken und dann... Genau, kannst du drücken. Knopf, super, drücken, ja, aber was bewirkt er? Geht dann die Standheizung aus, Klimaanlage aus, Er geht halt in einen Modus, dass du nicht so schnell beschleunigen kannst. Also es geht halt alles sehr viel langsamer und so viel... Somit verbraucht er wohl weniger Emissionen. Oder produziert weniger Emissionen. Weil du nicht volle Tour drauf drückst, sondern das, er beschleunigt halt langsam. Also selbst wenn ich Kickdown machen würde er egal. Sagen, ich bin hier im Eco-Modus und Genau. Das juckt mich gar nicht, was du willst. Okay. Das ist jetzt so, du hast das Knöpfchen gedrückt, jetzt bin ich dran, weißt du? Darf man fragen, was das für ein Fabrikat ist? Das war, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es war ein Renault Trafic. Okay, ja, ich kannte diesen Knopf nur nicht. Ich denke, wofür ist dieser Eco-Knopf hinterm Lenkrad quasi? Macht keinen Sinn da für mich, ja. Aber okay. Hast aber natürlich gedrückt, oder? Ja. Zum Deaktivieren? Immer wenn ich ein paar drücke ich ihn, ja. Na, das Problem ist halt. Problem ist ja, das Ding, du kannst in dem Ding theoretisch 1000 Kilo Nutzlast zuladen, ne? Und wenn du da 1000 Kilo Nutzlast hineinpackst und dann den Eco-Knopf drückst, das Ding kommt halt nicht mehr von A nach B, leider. Das ist wie, als wenn die Handbremse angezogen hast. Ja, weil es ist halt... Man kann es machen, schwierig. Aber ja. Man muss es nicht. Ja, aber okay. Interessanter Knopf. Wie gesagt, ich kannte ihn halt echt nicht und... Musst du einfach nochmal gefragt haben, wofür der sein soll. Ja, kein Ding. Mann. Hat denn sonst am Wochenende alles geklappt? Ihr wolltet Fenster einbauen, hast du es so gesagt? Ja, wir haben erfolgreich Fenster eingebaut. Wir haben erfolgreich dann gleich nochmal verputzt. Oder die Fenster eingeputzt, besser gesagt. Ja, also geht steil voran, würde ich sagen, ne? Haben noch unerwarteterweise ein bisschen Boden geschremmt, aber ja, läuft, ja. Boden geschremmt heißt kaputt gemacht? Ja, rausgenommen. Ah, rausgenommen, okay. Ja, ich kannte das Wort geschremmt nicht, deswegen. Ja. Ja, Mensch. Fleißig, wa? Also ich habe einen Bauleiter. Der hat zu mir gesagt, jo, Ende November sind wir fertig. Ich so, nee, ist klar. Aber ich bin tatsächlich guter Dinge. Echt? Dann seid ihr, wann habt ihr angefangen? Doch auch erst gerade gefühlt, oder nicht? 2 Wochen, ja. Ja. Krass, okay. Warten wir mal ab. Ob er recht hat. Gucken wir mal. Ich habe hier noch mehr Gras gefunden. Seid ihr verrückt? Ja, wir haben relativ viel Gras, kann man so sagen.
Ich habe jetzt 2,5 Folgen gemäht in dem Ding hier. Ich frage jetzt nicht, wie lange Darky gespartet hat. Weil das. Das kann ich dir leider nicht mehr sagen. Das dauert wahrscheinlich. Das ist schon ein bisschen gewesen, ja. Das ist, glaube ich, die dritte Folge. Ja, kann gut sein. Ey, müsst das positiv sehen. Es ist bald, ne? Später Midsommer klingt jetzt falsch, ne? Dann können wir endlich auf die Felder ernten. Zeit wird's. Ich sag's dir. Ich weiß jetzt schon, dass wir die Letzten sein werden, die den Metasche bekommen. Kannst ja ganz lieb fragen. Ey, wir haben uns ja schon angemeldet, so ist ja nicht. Den obligatorischen Fuffi habe ich in der Anmeldung nicht gefunden. Ja. Willst du den noch nachlegen, oder? Ich glaube, ich bringe jetzt einfach dabei. Diese Fuhre Gras einfach mal nach Hause zu mir. Du weißt ja, wie es heißt, ne? Leben und leben lassen. Oh Mann. Also, tatsächlich, ich bin da ganz, ganz entspannt. Ich glaube tatsächlich, wir werden relativ schnell runter, unser Zeug alle Mann runter haben, weil die Felder relativ klein sind. Ich glaube, wir haben einen Mähdrescher mit 4,20 Meter Schneidwerk. Ja. Da hast du ja überall kaum Bahn. Also von mir aus könnt ihr da gerne auch den Anfang machen. Das ist kein das Thema. Das wäre super. Müssen dann nochmal mit Paul und Lenny sprechen. Wir haben Zuckerrüben war es, ne? Ja, Zuckerrüben. Ja. Im Angebot. Im Angebot? Was kostet die denn momentan? Ja, Premium-Qualität, ne? Also ist natürlich nicht günstig, aber für so einen Premium-Imker-Schweinebetrieb ist das wieder ein Schnäppchen. Ja, kann ich dir nicht sagen. Also tatsächlich würden wir sie den Jungs geben, wenn sie Schweinefutter daraus machen wollen. Schweinefutter, die vegan nimmt es. Ja gut, dann kann ich es auch irgendwo anders hinpacken. Eure Schweine brauchen nichts mehr zu fressen, oder was? Wie kann ich das verstehen? Wir sind fett genug, wollte er sagen. Okay, aber ist ganz doch gerade exponentiell gestiegen. Die Erzeugnisse, die du dafür brauchst, dagegen ist Schweinefutter sportbillig. Ehrlich? Ja. Wenn du überlegst, füllt halt alles auf, Karotten, ne? Du brauchst Karotten, Zwiebeln oder Zuckerrüben, Kartoffeln, dann brauchst du Mais, also Körnermais, dann brauchst du Weizen, Raps, ey, du brauchst ziemlich alles. Wenn du den Scheiß verkaufst, bist du viel besser dran. Einmal alles zu mitnehmen, ja. Aber wie war das mit Realismus und so? Wieso? Das machen viele so. Echt? Ja. Ich jetzt erwarte, dass die Bauern selber ihr Futter daran schaffen. Es kommt halt immer drauf an, wie umständlich du die füttern willst. Wenn du sie wirklich mit allem füttern willst, ja, ist gut, schon das heftig. Da brauchst du auch viel Fläche dafür. Ja, nicht nur Fläche, sondern sehr spezialisiertes Equipment, ne? Ist auch wieder so ein Thema. Aber ist es nicht so, dass die Bauern da lieber ein Feld mit irgendwas Zeug anbauen, was sie gut verkaufen können und mit dem Geld dann das Futter einfach kaufen? Ja, eben. Schon, ne? Das ist ja das, was wir jetzt gerade machen im Prinzip. Also ich habe schon alles angebaut, dass man theoretisch den reinwerfen könnte, aber mal gucken, je nachdem wie der Preis so sich verhält. Ja, wir können ja nochmal im Herbst drüber sprechen, vorher können wir die ja auch nicht aus dem Boden holen. Ja. Hast du gerade Gewie hat oder hast du das gut gemacht? Nee, ich habe gesagt. Ich habe hier gerade meine ganzen Honigboxen durch die Gegend geworfen. Oh nein. Ich weiß auch nicht, ich bin angeeckt. Heute etwa nicht mehr ganz so am Stapel, Künstler. Ich habe heute ein bisschen viel gestapelt. Oh nein. Was musstest du denn heute stapeln? Stapeln nicht wirklich, aber aufreihen. Ich muss heute 2 Netzwerkschränke bauen. Ah ja, schön. So, was war es? Das ist eine Arztpraxis mit, ich glaube, 200 Duplex-Leitungen, also insgesamt 400 Netzwerkleitungen. Ach, schön. Und die schön sortiert, so da natürlich sichtbar. Schön sortieren und. Oh. Muss es doch alles schön beschriften, oder? Ja, klar. Das Beschriften ist halt auch die Kacke, ne? Ja, der Dümer hat sich gefreut, oder? Schrift geht schon, das ist nicht unbedingt das Thema, aber das Zeug erstmal so hintrapieren, ihr wisst ja, mein Perfektionismus. Ja, du bist halt echt eine Person für dich, ne? Also.
Ich habe so solche Schellen, um die quasi an die Wand spannen. Ich habe die mit der Wasserwaage übereinander ausgerichtet und solche Scherze. Also. Ja. Andere wären nach 10 Minuten fertig gewesen, inklusive 400 Patchkabel. Nein. Ein anderer braucht 2 Tage nur für die Schellen mit der Wasserwaage. Ja, das Paul, was halt hast du heute gemacht? Ich habe heute Schellen gesetzt in der Waage tatsächlich, ja. Nee, es kommt halt immer drauf an, was für ein Kunde das ist. Ich darf vielleicht sogar ein Foto schicken. Habt ihr noch mehr zu schwaden? Ich glaube nicht, Micha hier gerade schon fleißig verdichtet, sieht's gut aus, glaube ich. Micha, darf ich noch einmal rüber? Na klar, wo bist du da? Alter, ja, andere Seite. Ey, ist das ein Haufen, ne? Ich glaube 400.000 Liter bis jetzt. Ja, ich habe keine Lust, das wieder rauszuschütten. Hey, wir haben ja einen schönen Weidemann, da geht das. Oh ja. Einmal runter und wieder hoch. Ja, das sieht doch gut aus. Sieht fast aus wie bei uns zurzeit. Mein Elektriker ist seit 4 Wochen am Kabel ziehen. Sind das 400? Nee, oder? Nee, das sind noch nicht alle. Wollte gerade sagen. Es gibt nochmal was, das so ähnlich aussieht. Aber das läuft. Dann haben wir nebenbei noch die Stromschaltschränke aufgestellt, wo einer, ich glaube, 150 gewogen hat oder sowas. Ja. Aber die stemmst du doch alleine, oder nicht? Ja, die sind ein bisschen unhandlich, weißt du? Die sind so 3 auf 2 Meter oder sowas. Ja. Das ist jetzt aber keine Ausrede, oder? Mit Snickers geht das eigentlich. Ja. Kommen wir uns entgegen? Na, dann warte, ich nehme die nächste. Natürlich. Ganz unten sind auch noch Bahnen, ne, wenn du willst. Ganz unten? Ganz unten. Ach, im Tal quasi? Ja. Genau, ja. Ja, dann fahre ich hier die eine durch und dann fahre ich Richtung Tal. Boah, wir haben so viel krass hier rumfliegen, ne? Da kann man doch nur verlieren. Also den Überblick. Bei uns hat doch die Klimaanlage fliegen gelernt, die neue Außenklimaanlage. Oh, super. Entschuldigung, wie kann denn bei den Temperaturen eine Klimaanlage fliegen lernen? Mit einem 5-5-Stunden-Kran ist sie nach oben geflogen heute. Okay. Ah, das ist ja langweilig. Wir sind alles am Neumachen. Ich bin ein bisschen am Umbauen bei uns. Ich habe seit 4 Wochen die Elektriker im Haus und seit 2 Wochen die Trockenbauer. Wir brauchen ein paar neue Arbeitsbereiche. Bin ich auch Lockdown? Nein. Nee, noch nicht. Wir sind voll im Betrieb. Unsere Produktion läuft voll. Wir bauen gerade neue Werkstattflächen. Läuft. Also für unsere Werkstatt. Ist ja auch war schon der erste Lockdown. Die Bauindustrie doch überhaupt gar nicht von betroffen, nee. Oder? War noch viel mehr Arbeit. Tatsächlich hat dann jeder Zeit gehabt und jeder gedacht, ach guck mal, da können wir doch eigentlich was machen, weißt du? Deswegen machen wir das ja gerade, weil jetzt ist fast keiner im Gebäude, weil die alle im Homeoffice sind. Jetzt können wir halt richtig Tabula Rasa machen, das stört auch keinen. Ja, ich Spaß auch 3%, ne? Ja, boah, das war jetzt nicht so wichtig. Dafür hauen wir es auf der anderen Seite wieder raus. Ich überlege jetzt meine Spieleabende in die Firma. Ich habe da heute 2 neue Bildschirme bestellt für an die Wand. 2x98 Zoll. Das geht. Die kleinen. Aber den dritten hast du gesagt, lieferst du zu mir, ne? Ne, die anderen 2 werden in Münster eingebaut. Ja. Tja, schade, Junge. Kannst du nicht mal mit dem Lieferanten, bei 10 gibt es den 11. umsonst oder so? Bestimmt. Ich hatte heute auch ein nettes Erlebnis mit meinem Spediteur. Ja. Ich habe ja im Internet so ein Doppelwaschbecken fürs Badezimmer, so ein Doppelwaschbecken plus Kasten und was weiß ich was noch was bestellt, ne? Ja. Dann ruft er an, 10 Minuten bin ich da. Ich so, perfekt, alles gut. Geh raus, lädt er eine Palette ab mit einem Stück mit 20 Kilo. Ich sag, hä? Ja, man ist nicht. Ich sag, ja, aber Doppelwaschbecken, Schrank, Spiegel hat nicht Platz in 20 Kilo. Ja, komm morgen nochmal, vielleicht liegt noch was im Lager. Und? Das war heute oder war das? Das war heute, ja. Das war heute. Schade, ich dachte, er war vielleicht schon mal bin wieder. Bin gespannt, wann morgen noch wer vorbeikommt. Ich weiß schon, ne? Das ist so dieses, ja, ich komme morgen nochmal, stell dich hinten an, 2 Wochen siehst du mich wieder. Ja, drücken wir dir mal die Daumen. Noch habe ich Zeit, noch ist das Bad nicht verputzt, also noch ist okay. Oh Mann. Karton hast du aber aufgemacht, nicht, dass es irgendwie so ein Lego-Set ist. Hab ich nicht. Ja. Ich habe die Palette hingestellt und habe ein Foto gemacht und gesagt, Jungs, das kann nicht alles sein. Und habe sie erstmal so stehen lassen.
Ja, vielleicht ist es doch ein Lego-Set. Ganz viele Einzelteile. Ah, oh nein, Micha, ich hab Blödsinn gebaut. Passt aber trotzdem nicht in 20 Kilo. Nee. Zumal auf dem Lieferschein 220 Kilo stehen, weißt du? Achso, der war nur zuvor die anderen 200 Kilo zu transportieren. Ja, scheinbar, ne? Du weißt doch, wie das ist. Eine ZIP-Datei wird doch auch immer kleiner, wenn man das packt und ja. So, ne? Vielleicht hat er das wirklich perfektioniert. Achso, meinst du, müsst Wasser drüber kippen? Oh, auch eine gute Idee. Dann wächst das wie diese Schwämme, weißt du, die dann aufgehen. Bevor ihr noch andere super Ideen habt, lasst es erstmal gut sein für heute. Liebe Leute, herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.